Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Und los. Oh, oh, oh. Knichel. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten heute in Gotha. So sieht das da aus, da draußen. Gotha. Jojo ist wieder dabei, endlich mal wieder hier. Yeah. Dieses Theater wird übrigens mit Gaffer zusammengehalten, wie man sieht. Die Elena ist auch mal wieder dabei. Ich bin krank. Elena ist nicht alleine, sie hat Angina mitgebracht. Ich bin am anderen Ende. Ganz darüber. Also, Manu ist in der Zwischenzeit sehr melancholisch geworden und beobachtet immer nur die Umgebung aus den Fenstern. Sie steht immer nur am Fenster. Egal wo wir sind. Nein! Guck mal, ich soll euch noch euer Premieren-Toi-Toi-Toi von Franzi geben. Ach, oh, wie süß. Ja, hier Elena auch. Ich dachte, jetzt sowas wie eine Premiere schon wieder. Nach 2 Monaten. Nee, aber das konnte Franzi euch ja nicht geben. Weil sie euch ja nie sieht hier auf der Tour. Danke, Franzi. Danke. Das ist der Saal heute. Carina hat schon die Drehbühne entdeckt, dass man da runter gucken kann. Aber man könnte jetzt auch in diesem Moment von unten hochgucken. So, Jojo begutachtet das neue Lagerfeuer. Was sagst du? Das Kabel ist länger. Das ist praktisch, sag ich mal. Das war Elenas erste Frage. Wo ist Tape? Wir sind hier in Gera und hier ist irgendwie alles weit und groß. Es fängt schon an mit unserem Parkhaus hier. Tada, da ist das Schneekönigin-Auto, da ist Rolf, da sind hier die beiden Turtelkarnickel. Und weiter geht das mit dem Backstage-Bereich. Hallo. Und dann natürlich noch Bühne und Saal. Ja, ich bleib dabei, Techniker müsste man sein. Wo ist denn das? Aber das heilt auch ganz schnell. Weiß gar nicht, ist so schön hier. So, wir müssen übrigens immer da abgeben und dann ganz schnell da wieder rauskommen. Wir zeigen euch mal kurz den Weg. Lauf! Ja, und den Weg haben wir normalerweise immer ziemlich schneller. Aber so ist ja auch mal lustig. Heute spielen wir in Rheine. Hallo Andreas, wink mal. Na toll. Der Andreas hat sich nämlich beim letzten Abbau leider das Handgelenk gebrochen. Aber geht ja alles. Ihr seht, es wird immer weiter gemacht. Da kennen wir nichts. Wie bedienst du das jetzt? Ballonhand. Ach, das geht. Guck, ich kann die drehen und die drücken. Okay. Passt. Ballonhand. Ja. Aufgepustet. Vergleicht mit der, ne? Mit der knöchernen. Oh Gott. Und heute mal wieder schön couchen hier. Backstage. So, wir sind hier in so einem Gästehaus. Man hört, Fabio und Carina suchen noch ihr Zimmer. Wo seid ihr denn? Ja, wir sind auch noch nicht. Was macht ihr? Diese 25. Die finden ihre Wohnung nicht. Okay. Ah, ihr habt sie. Das sind so die Zimmer. Leite mal das Buffet vor. Elena hat Buffet dabei, das ist gut. Alter, ey, das ist doch nicht wahr, oder? Mitten in der Nacht hält uns dieses Piepen hier alle wach. Alter, was ist das? Boah. Die Alarmanlage hier wahrscheinlich von dem Hotel. Das ist das Hotel übrigens. Das ist wahrscheinlich wirklich diese scheiß Alarmanlage. Wie soll man denn da schlafen? Okay, wie ist der Code? Alter. Ist das, was? Was? Nee, das ist. Das ist nur der Rauchmelder. Das ist der Rauchmelder, der uns fehlt. Okay, man muss also nur hier drauf drücken. Dann ist das aus. Elena, das ist der Knaller. Weißt du noch, als ich gesagt habe, geiler Rauchmelder? Da, weißt du was, und soll ich dir sagen? Der Rauchmelder war's denn? Da muss ein Gast vor uns total wütend den auf den Briefkasten gelegt haben, weil der wahrscheinlich nachts mal losging. Das ist sogar mit unserem Zimmer verknüpft hier, das Ganze. Deswegen dachte ich auch erst, die Alarmanlage ist das gewesen. Den hat einer direkt auf die Alarmanlage gelegt. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Das ist nicht euer fucking Ernst. Der Rauchmelder aus eurem Zimmer war abgehauen. Warum und bleibt draußen vor eurer Tür? Knichel, warum hast du den Rauchmelder abgeschlagen? Muss deine Aggression woanders loswerden? Ja, und vor allen Dingen, ich sagte zu Jojo, es brennt. Sie so, nein, das ist kein Rauchmelder. Aha, es war doch einer. Ja, aber nicht bei uns im Zimmer, das wäre lauter gewesen. Was machst du denn?
Also filmst du mich bei mir? Wenn er nochmal losgeht, muss ich ihn leider verbuddeln. Also dann renne ich raus und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber oder ich leg's vor die Tür von Fabi und Carina, dann wird's übertönt oder so. So ein Scheiße, Alter. So, was machen wir jetzt mit dem Ding? Ich habe schon gesehen, Batterien kann man nicht raus. Oh, ich sag doch, das ist voll laut. Fresse! Das muss doch. Oh, geil. Alter, hier. Oh, was ist das denn? Rot oder blau, rot oder blau. Das, die kann man nicht mal rausnehmen. Die ist festgeschweißt. Ist das euer Das ist Ernst? Wirklich wegen der Sicherheit, ne? Ist scheißegal. Ich muss das kaputt machen. Also, es tut mir leid. Es tut mir leid, liebes Hotel, aber also das. So. Gute Nacht. In der WhatsApp-Gruppe geht's wieder gut ab. Gute Nacht, Elena. Gute Nacht. Ich werde jetzt sowas von nicht mehr schlafen können. Ich auch nicht. Verdammt nochmal. Bin jetzt hellwach. Wieder hier. Wieder hier. Wie man sich hier schon wie zu Hause fühlt. Ne, hier haben wir ja schon das Zauberschloss gespielt und drei Haselnüsse für Aschenbrödel und jeden Tag war ich ja mal hier. Wie sieht's eigentlich aus mit Andreas Hand? Kann man die aufpusten? Sumo Hand. Ich würde am liebsten so Strohhalm dran machen. Oh Gott. Boah, Dave geht wieder seinen Technikerarbeiten nach. Ah, so leer sieht das also hinter der Bühne aus. Sonst immer. Jetzt vergleich nochmal die Vlogs von Aschenbrödel, wie voll das hier hinter war. Mit den Pferden und der Kutsche und allem Pipapo. Und jetzt? Pipapo. Alles leer, ich sag so, immer. Und wo sind jetzt die Pipapo. Was? Ist das Tape? Ja. Was? Ja. Nee, das ist auf der Bühne. Ist es? Ja. Okay. Ja, ganz deutlich steht's mitten extra. Ist der denn noch im Spot hat? Ja. Hier ist auch noch alles beim Alten, da von Hanna die Zeichnung. Boah, Leute, ihr seid so wahnsinnig toll, ey. Guck mal, was ich geschenkt habe hier von Lars Pult und Konsorten, habe ich sowas gekriegt. Und dann hier, darüber habe ich mich besonders doll gefreut, von Jannike. Die war Kinderdarstellerin von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und guck mal, oh, wie lieb. Danke, 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 danke. Ich muss jetzt mal zeigen, wie abgefahren dieses Hotelzimmer ist hier. Hier gibt's alles, was man braucht. Okay, gut. Nähzeug, ne? Ganz wichtig auch. Ohrenstöpsel und Schnaps, ne? Brauche ich jetzt nur nicht, aber... So, wir sind in Erfurt angekommen und wir kommen nicht zum Theater, weil hier wird alles abgesperrt wegen Karneval. Johnny Depp, Depp, Depp. So, wir gehen jetzt hier erstmal Eis essen. Jojo und Toni haben nämlich gesagt, dass es hier ein richtig abgefahrenes Eis geben soll. Bin gespannt. Oh, okay, anscheinend ist das Eis hier wirklich sehr begehrt. Schafft es doch. Das sind auch echt abgefahrene Sorten, muss ich schon sagen. Okay. Es ist wirklich ziemlich geil. Ich habe ein Jahr lang gewartet, um dieses Eis wieder zu schlemmen. So, wir sind im Theater angekommen und guck mal, wie schön das ist. Guck mal, wie schön. Es war einmal eine Königin. Dum dil dum dai. Dum dil dum dai. Die regiert ihr Land. Mit eiskalter Hand, alle sie, dum-dil-dum-dai. Oh, guck mal, die Decke. Dum-dil-dum-dai. Da ist Elenas Mikro und sogar Tape. Wo ist Elena? Der Frühling wartet draußen schon auf dich. Was? Wo bist du denn? Soundcheck. Oh. Ja, schon lange. Da geht's zur Bühne. Ruhe. Da ist sogar Tape. Fast ein bisschen unangenehm jetzt. Dass da Tape liegt? Heute verabschieden wir uns von Caro und Carrie, die heute ihre Deniere haben. Und alle haben sie Buzzer auf dem Kopf hier. Nee, nee, nee. Ah ja, auch ein guter Buzzer. Dreimal gedrückt, du bist draußen. Das war wieder ein Vlog der Schneekönigin. Und wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt, dann holt das mal nach, klickt hier so drauf und guckt sie euch an. Dann seht ihr die Bachelor-Villa und die Rabenkack-Attacke und. Was machst du da? So, und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Vlog der Schneekönigin. Die nächste. Bis dann. Und jetzt halt den Schnabel.